Die DTM im Alpenpanorama Österreichs. Der Red Bull Ring in Spielberg seit 2011 wieder im Rennkalender. Ein schneller Kurs vom Typ Stop and Go mit Steigungen und Bergabpassagen und garantiertem Spaßfaktor für Fahrer und Fans. Renoviertes Gelände, aber gleiches Streckenlayout wie in Formel 1 Zeiten. Am Ende der Start-Zielgeraden ein scharfer 90-Grad-Knick. Im Rennen eine Herausforderung für die Bremsen. Bergauf auf eine lange Gerade. Drehzahlen am Limit, Vollgas, Highspeed-Motorsport-Feeling. Das höchste Tempo der Strecke, bevor es in die Spitzkehre geht. Die Fahrer müssen stark herunterbremsen, eine ideale Stelle zum Überholen. Nach der vorangegangenen Steigung nun die angeschlossene Bergabpassage. Das Auf und Ab, typisch für den Red Bull Ring, aber gut einsehbare Verhältnisse inmitten der atemberaubenden Umgebung der Steiermark. Knifflig trotzdem die scharfe Rechtskurve und der schnelle Weg ins Infield. Jetzt warten zwei schnelle Linkskurven, benannt nach den österreichischen Motorsportlegenden Niki Lauda und Gerhard Berger. Wieder eine schnelle Gerade. Die Motorleistung ein entscheidender Faktor für schnelle Rundenzeiten in Spielberg. Hinein in die beiden Zielkurven. Der Red Bull Ring. Mit seinen Naturtribünen ein besonderes Erlebnis für die Zuschauer. Ein Kurs, auf dem modernste Standards auf eine legendenhafte Geschichte treffen.